wie es in Justice gesagt, herzlich willkommen zu DSD, sein Midnight Figure Feature. Und wie man sieht, etwas mehr mal auf dem Tisch, weil DSD und der Gore-Minister waren mal wieder auf der Toy-Tour. Das Video seht ihr ja auch, heißt dementsprechend auch DSD und Gore-Minister auf der Toy-Tour am dran sein. Und da hat man schon gesehen, ne, dass man ein wenig zugeschlagen hat. Jetzt nicht übertrieben halt und so. Es war jetzt nicht so viel da, was ich gerne gehabt hätte, bis auf diese 2, 3, 5er Star Wars Packs, die es da gab. So Sith Bounty Hunters, wo ich am Überlegen war. Die waren aber repackt und so. Und dann habe ich halt so ein bisschen ja, Schnickschnack mitgenommen. Ne? Die hatten ein paar Angebote und so. Fangen wir mal bei den Print-Sachen hier an. Musste ich mal wieder haben, so Trödelmarkt-mäßig hier so ein Gespenstergeschichtenheft. Sind 3 Stories halt drin, ne? Und für einen Euro kann man das immer mal mitnehmen, ne? Weil, wie gesagt, Trödelmärkte, hoffentlich kommen die ja jetzt langsam im Sommer wieder, so ein paar Trödelmärkte, zumindest bei uns in Dortmund. Ich weiß nicht, wie es woanders aussieht. Deswegen habe ich das einfach mal mitgenommen, weil Trödelfeeling. Ähnlich war es dann mit, ich musste mal wieder einen Krieg der Sterne Comic mitnehmen. Man könnte ja auch wie verrückt einfach sich alle bestellen, ne? Sammeln und so, aber... ich dachte, ach, nehmen wir einfach mal aus dem Laden wieder was mit Comicland bei uns in Dortmund-Bövinghausen, ne? E-Supporten. Die sind ein bisschen teurer geworden, kosten jetzt immer einen 10er. Ist aber auch nicht schlimm, weil guter Zustand und so, ne? Und was haben die früher gekostet? 5 Mark. Ja, vervierfacht der Preis, ne? Dann nur nebenbei, das gehört jetzt nicht zur Toy-Tour, aber war es am selben Tag, da laufe ich wieder an so einem Bücherschrank vorbei. Und was strahlt mich wieder an? Hier. Gelber Buchrücken, diese leicht pinke rote Schrift, das große Jugendbuch und ich schon wieder, oh, ist es das, was ich ja so lange gesucht habe, was der Dost mir dann mitbestellt hat, ne? Weil auch gelb, aber das ist die Nummer 29, das ist nochmal ein anderes, blätter ich irgendwann mal durch, zeige ich euch nochmal so, weil ich damals ja wie gesagt nur 2-3 Stück hatte, so ein blaues fehlt mir noch und das richtig rote, weil ich habe jetzt 3 Stück und ja, da scheint es ja über 30 Ausgaben gegeben zu haben in der 80er, ne? Aber hat mich wieder gefreut, geiler Zufall, weil ich war auch schon lange nicht mehr in Bücherregale gucken. Das hat sich dann auch gelohnt. Dann ging es los mit etwas, Sachen. Ja, die habe ich jetzt einfach mal so mitgenommen, fürs Frauchen auch, ne, hier, Roger Rabbit. Die hingen da so rum. Und da konnte uns dann der gute Herr leider auch nicht sagen, was die kosten. Aber aus bestimmten Gründen, die ich gleich noch erzählen werde und die man dann auch schon beim... Ja, die sieht man auch beim Gore-Minister in seinem Toy-Tour-Video halt und so. Mussten wir am nächsten Tag da ja nochmal hin direkt. Wir waren den einen Tag abends kurz vor Feierabend da, man trägt sich da ein halt, ne, desinfiziert die Hände und so weiter, hat einen Korb. Maximal 5 Leute dürfen da rein und da ist auch keiner nah zusammen und so. Das ist super gelöst und schön, dass die deswegen aufhaben können. Ja, und dann am nächsten Tag wurde uns eigentlich ein 5er. Dann haben wir halt direkt mal 2 davon mitgenommen. Und man sieht hier ja auch drauf, dass es da noch ein paar mehr gibt, ne? Hier so eine Jessica, Baby Herman, ja gut, den Eddie dann halt, ne, und hier Bob Weasel, ja und Judge Doom mit dem Geier, natürlich auch nicht schlecht. Ja, aber das waren die einzigen halt, ne, die haben sie wahrscheinlich irgendwo wieder gefunden auf dem Dachboden da oder im alten Lager noch, weil die sind, was, die sind doch nicht tatsächlich von 1988, oder? Von RLSLS Lin-Lin-Lin Toys. Ja, cool. Der sieht auch ein bisschen aus, als wäre das so... Ja, Flexis. Ich wollte gerade sagen, wie so ein Bandem. Ne, wie diese Bandems halt mit Drahtskelett und dann kannst du die halt die ganze Zeit biegen. Und weil es dann natürlich so schön war, habe ich auch nochmal einen kleinen mitgenommen. Der hat aber auch einen 5er gekostet. Deswegen habe ich da dann auch nur einen mitgenommen. Weil, fand ich dann doch zu teuer. Halb so groß. Ne, und die ein 5er und der dann auch ein 5er, das gefällt mir nicht so. Hier ist noch sogar ein Auto beizusehen hier. Das Benny das Taxi. Gab es dann wohl auch mal noch aus der Serie, ne? Ja, auch cool. Packe ich demnächst einmal aus und zeige das mal, ne? Exklusiv. Dann kommen wir langsam. Oh, Krieg der Sterne gab es auch noch ein bisschen. Aber das fand ich halt auch super. Ich weiß nicht, was das ist. Also ich sehe schon, es ist der Count. Ne? Aber dieses Mad Monster Party sagt mir gar nichts. Der ist ganz schön schwer. Ne? Ihr seht ja hier, ne? Fledermaus dabei, so ein Totenschädel und... diesen Vampir, diesen Count, den Grafen halt, ne, hier, mit so einer Grabplatte wahrscheinlich als Stand, wo er draufstehen kann. Da steht auch noch Monster Party drauf halt. Das werden wir dann demnächst auch mal öffnen. Und wie gesagt, für einen 5er, so eine Großfigur, lustige Horrorfigur, kann ich drauf, macht Spaß. Ja, jetzt habe ich hier schon alles umgefetzt, jetzt seht ihr schon, was hier gleich noch kommt. Oh nein.
Warum fällt das denn jetzt hier um, ey? Use the Force. Ja, hinten haben wir noch den Baron, Feng, ja, und The Count. Mit einer kleinen Erklärung, aber wie gesagt, demnächst packen wir das dann mal aus. Dann, apropos auspacken. Die hier gab es auch für den Fünfer, Thundercats. Habe ich ja so gar keinen Bezug zu halt. Ich habe jetzt mal ein paar Folgen gesehen oder zwischendurch auch mal. Letztens beim Gorman ist da dann mal so eine Folge auch geguckt. Ganz cool. Den habe ich allerdings mitgenommen, weil er mich halt, das sieht man auch im Video, weil er mich halt sehr an so einen Gremlin erinnert. Und halt von irgendwie von der Gesichtsform. Fand ich cool für den Fünfer. Ich sag, komm, einfach mal. Oh, sorry, hä? What? Ja, es ist spät in der Nacht, ne? einfach mal so eine Thundercats mitnehmen. Ich habe solche Figuren, der eine oder andere hat es ja schon mitgekriegt, erinnere mich halt auch sehr an Masters. Ne? Und so Masters-Figuren habe ich ja nie gehabt. Die waren mir immer zu groß. Habe ich immer gesagt, Barbie-Püppchen für Jungs und so weiter. Ne? Das ist komisch. Ja, den da habe ich jetzt einfach mitgenommen, just for fun. Ich hätte jetzt natürlich dann auch diese großen Star-Wars-Packs kaufen können und so, aber ich wollte viele verschiedene Sachen auch mal wieder haben, damit man so eine kleine Beute hat. Ne? Den werde ich trotzdem auspacken demnächst mal. Wir könnten auch beim Gore-Minister angucken, da haben wir nämlich auch ein lustiges Unboxing gemacht der Thundercats, weil es gab die ganze Wave sehr günstig und die haben wir dann ausgepackt halt und dabei auch Bier verköstigt, also Biertest gemacht. Das Video ist auch spaßig geworden, weil als wir dann diesen Panto hier auspackten, ihr seht schon, der hat ein Action-Feature, Appe Beine. Nein, die waren vorher noch dran, ne? Dann habe ich den irgendwie in Position gestellt, wir haben die anderen Figuren halt auch bewegt und so, ne? Und da ist nichts passiert, die konnten Spagat machen, alles super. Den nehme ich in der Hand, halte den gerade so, dass man macht es knack, ist das Ding ab. 10 Minuten später ungefähr, ich so, Alter, ist mir in 40 Jahren noch nie passiert, dass mir irgendwie Gliedmaßen an Figuren abgebrochen sind. Ich glaube noch niemals in der Kindheit, wenn man da bewegt hat. 10 Minuten später, ich will vorsichtig das andere Bein nur so ein bisschen drehen, zack, genau wieder abgeklickt. Das war dann toll. Ich natürlich, komm, Herr Minister, ich hole den neuen. Deswegen sind wir am nächsten Tag ja dann nochmal hingefahren ins Comicland. Haben auch noch einen gekriegt. Ich habe dementsprechend den sozusagen von mir gedamagten dann einbehalten und er hat einen neuen gekriegt. Den haben wir dann auch bei ihm ausgepackt. Und diesmal habe ich das dem Minister nur in die Hand gegeben. Weil ich dachte, komm, bevor ich wieder was mache. Und ey, ein Millimeter weg, zack, hat er dieselbe Bruchstelle, das Bein wieder abgebrochen. Das zweite wäre wahrscheinlich auch abgebrochen, das haben wir dann aber gelassen. Und haben uns da auch sehr gefreut. Funko wurde auch, glaube ich, schon wurde angeschrieben halt. War aber auch, jetzt auch nicht so eine hilfreiche Antwort, dass da irgendwas kam, außer eine Gutschrift für irgendwas. Ja, aber das bringt uns ja nicht die komplette heile Figur, ne? Aber wie gesagt, es ist ganz witzig gewesen halt so. Da gibt es bestimmt auch noch Einblendungen beim Minister und so weiter. Das war echt super, sehr witzig. Das kann man ja mal machen, ne? Nur mal gucken, ob man eine neue kriegt. Also die sind natürlich im Kreis auch nicht untergegangen, die sind ja eh schon untergesetzt. Also die haben vorher 19,90 gekostet und jetzt für einen Fünfer. Ist klar, dass da die zwar, wir hätten ja eigentlich nur gerne auch einen heilen, einen funktionsfähigen gehabt, aber das scheint in der Wave so gewesen zu sein. Ich bin gespannt, wenn ich es auspacke. Ich stelle euch die beide vor, dann die Figuren, wenn wir hier diesen Sliffe auspacken und den bewegen. Also beim Gormin ist aber alles tutti. Und dann werden wir mal sehen, was da ist. Dann ging es aber auch noch weiter hier, wegen Gliedmaßen und vorhin hier Roger Rabbit, ne, hier flexi-mäßig. Hatten sie da noch schön Bendems hängen. Das sind halt ganz skurrile Krieg der Sterne-Figuren, ne? Aus dem Jahr 93 von, ja, von Bendems, von Tops halt. Jetzt höre ich schon wieder irgendwelche Nebengeräusche hier. Das ist natürlich wieder toll beim Film. Wenn ich jetzt hier Türgeklapper höre und so scheiße. Ja, auf jeden Fall, ich habe da ja schon mir auf dem Trödel auch mal einen Leia von gekauft. Und einen Stormy hatte ich da auch von. Ich glaube, den Stormy habe ich lose. Und dann dachte ich mir, ja komm, für einen Zehner, gut, auf. Ich glaube sogar, ich habe 10 Euro auch auf dem Trödelmarkt damals bezahlt für die Prinzessin Leia. Von daher geht das. Na, guck mal, hier haben wir noch Stormtrooper, C3PO, Yoda, Chewie, den hatten sie auch noch da. Ja, Vader, R2, Luke und Leia. Ja, den Chewie habe ich jetzt nicht mitgenommen. Vielleicht demnächst noch, weil da hingen noch 3, 4, 5 Stück von den Bendems, ne? Ich werde die halt nicht auspacken. Ich würde gerne diese Topps Trading Karten auch mal sehen, weil bei der Leia sind ja auch so Karten bei, aber... nee, traue ich mich nicht, weil, wie gesagt, die sind von 93. Ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, ne? Kannst du halt auch so verbiegen und so weiter. Die sehen jetzt nicht toll aus, aber ich als Sammler finde die lustiger Sammelgimmick und ja, tutti, einfach mal mitgenommen, ne? Dann hatten sie halt noch
einige, die haben eine Menge Vintage Collection Karten gehabt halt und so weiter. Ne? Viele neue Sachen auch, dann Black Series, hier Carbonized Version Boba, hast du nicht gesehen und so weiter. Wusste ich dann auch nicht, weil teilweise die Figuren zwischen 20 Euro und 25 Euro da schwanken, die Vintage Collection. Aber es gab ja noch so eine schöne, diese Attack of the Clones Serie, die blauen Karten. Und zwar hier so eine Padme, die Nummer 4 aus dem Jahre 2002. Und das Geile ist, ich muss jetzt nicht unbedingt eine Padme haben oder so als Figur. Die finde ich aber schon ganz witzig, weil sie halt so einen Helm auf hat und ein bisschen ja in Kampfmontur halt ist, ne? Coruscant Attack. Und hier ist halt so eine Satellitenschüssel bei. Sowas kann man ja immer gut gebrauchen für irgendwelche Stationen, ne? Sei es imperiale, rebellische, Resistance oder so. Hat da ist wohl auch noch ein Action-Gimmick bei, dass das Ding, glaube ich, irgendwie auseinanderfallen kann per Knopfdruck und so weiter. Da sieht man hier hinten, hier haben wir noch ein paar Figuren drauf. Das packen wir dann aber auch nochmal extra aus und zeige ich euch dann. Aber für einen Zehner dachte ich mir, ey, die Hälfte von Figuren, die du heutzutage irgendwie wo du für bezahlst, da kann man das mal mitnehmen, das Schätzchen. Karte ist eh schon ein bisschen gedamaged, von daher, ja, aber musste ich haben. Und dementsprechend eine Vintage Collection habe ich noch mitgenommen. Für einen Zwanni hier den Luke Skywalker in einer Stormtrooper Verkleidung. Den habe ich mir schon mal gekauft. Auch wobei ich sagen muss, die Pappe fühlt sich irgendwie dicker an. Als die anderen dünnen Vintage Collection, weiß ich nicht. Den habe ich jetzt zweimal und ich kann endlich einen auspacken und dann kann ich euch den demnächst auch mal schön zeigen. Das ja, muss sein. Der war, die sind eh alle punched gewesen da, weil die hängen da halt alle an den Regale halt. Ne? Aber sonst sieht der gut aus. Ich gucke, wie mein anderer aussieht. Mal gucken, welches Gesicht mit dem Faceprinting so und so aussieht. Dann führen wir uns den mal zu Gemüte. Dann waren wir ja noch im Real, im Real. Wirklich. Und haben da noch geguckt, da war auch nicht so wirklich viel an. Ja, an Star Wars eh nichts mehr, nur so ein Mini-Mist da. Dieser Bulk war da noch da. Aber war auch bei über 20 Euro und dann für so ein Mini-Teil finde ich auch zu happig. Aber ein lustiges T-Shirt gab es auch. Falls die Grillsaison irgendwann mal wieder eröffnet ist und man kann sich mit mehreren Leuten auch wieder treffen zum Grillen, habe ich auf jeden Fall schon mal ein gutes Shirt, ne? Jetzt hat mein Telefon geklingelt oder eine Nachricht gemacht, ich weiß es nicht. Also ist hier voll Action. Ja, das noch mitgenommen und beim Kumpel habe ich mir noch eine Figur abgeholt. Und da gab es das Case sogar noch dabei. Und hier ein schöner Lando Calrissian. Auch Punch, ne, die 144 aus der Vintage Collection. Im hier Skiffguard Outfit. Da habe ich ja den Sandstorm, irgendwie diese Deleted Scene Sandstorm, habe ich den auch. Und darunter war der ja im Skiff Outfit. Da können wir dann auch mal vergleichen. Das Gesicht wird anders sein, wegen diesem neuen Faceprint. Aber ich mache den auch nicht auf, solange ich keinen zweiten habe. Ne? Aber der hat jetzt auch nur 20 Euro gekostet, das ist auch cool. Da kann man das mal machen. Und dann gucken wir mal, ob sich wirklich was verändert hat an der Figur oder ob sie wirklich nur den Faceprint anders gemacht haben. Ne? Jetzt gucke ich, habe ich noch was? Nee, das wird es gewesen sein. Ach, jetzt packe ich den auch noch im Kopf hier rein. Ja, dann wisst ihr das demnächst, dann das eine oder andere wird eh noch gezeigt, was wir auspacken dann. Ne? Und dann sage ich danke fürs Interesse. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten und nicht wieder nur angeskippt oder so. Ne? Und ja, wir sehen uns demnächst auf der Trödelmärkte wieder oder im Comic-Fachgeschäft, Spielzeug-Fachhandel, was auch immer. In Dortmund wird es ja immer weniger. Wir haben ja fast jetzt gar nichts mehr seit den anderthalb Jahren Corona-Action hier. Andere Story, machen wir demnächst vielleicht mal ein Special zu, wenn ich mit dem Gorminister wieder auf eine tolle Tour bin. Ne? Und ja, in diesem Sinne, Peace and Justice, Feierabend gesagt. Tschüss. Ah!